Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Asareit und wir sind in Folge Nummer 38 von Shapes.io. Wir hatten letztes Mal geguckt, da ist es jetzt so, dass hier diese weißen Eieruhren, wie ich sie genannt hatte, jetzt nicht mehr nachkommen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir die optimieren weiter, da fehlt uns hier irgendwie noch was. Ich glaube, da waren wir aber schon mal dran, ne? Da müssen wir weiter gucken, dass wir es hinkriegen. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber wir werden das hinkriegen. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir danach. Bis gleich. So, ich weiß, dass wir die auf jeden Fall hier schon mal rausgenommen haben und die jetzt hier hingesteckt haben. Also hierhin laufen sie ja schon mal zusammen, ne? Da haben wir ja schon mal was gemacht. Die Tendenz liegt aber dazu, dass hier jeder zweite nur läuft, so ungefähr. Das könnten mehr sein, ne? Aber da sind sie ja schon weiß gefärbt. Warte mal. Hier kommen die Viertel raus, gehen hier drunter her, ja. Gehen auf dieses Band. Dieses Band ist noch voll. Achso, da haben wir das schon gemacht, dass die da geteilt werden, aber da gehen die ja nach Richtung Rot, oder? Ja, wo gehen die denn Richtung Weiß? Ah, da habe ich mich vielleicht auch gerade vertan, weil die Weißen kommen von denen hier oben wahrscheinlich, oder? Ne, kommen auch von hier wiederum. Was fehlt denn hier? Die Viertel fehlen ja definitiv. Und die kommen von hier. Diese Seite ist gestaut. Das sieht so aus, als ob wir da vielleicht nur einen Schritt zwischen machen können. Dann könnte das besser werden, oder? Kann das sein? Kommen da jetzt mehr dadurch an? Also die unteren Viertel sind hier und kommen auch immer permanent an. Die werden ja hier gedreht, ja. Hier fehlt noch einer, da gibt's, stauen sich keine auf. Bis hierhin sind sie aufgestaut, da ist ja alles gut. Aber hier ist es dann nicht mehr gut. Hier müssten oben mehr sein. Kann das sein, dass hier vielleicht das Rüberschieben gar nicht so gut ist? Und wenn wir da hinschieben und da zurückschieben, ist es wahrscheinlich noch schlechter. Machen wir die beiden weg. Und setzt sie einfach mal gerade zusammen. So, jetzt gucken wir nochmal. Also es stauen sich jetzt hier. Da haben sie schon wieder aufgestaut. Ich weiß aber nicht, ob das schon eben auch schon war. Ah, jetzt kommt hier ein Stau auf langsam. Okay, der ist voll. Jetzt könnte es hier besser werden. Ja, da sind sie auch schon da. Das Band läuft auch voll. Jetzt kommt hier ein Stau rein, das ist auch gut so. Und hier stauen sie sich jetzt auch und da oben auch. Gut, das heißt, jetzt sind beide... Nee, hier fängt es an, jetzt leer zu laufen, auf der anderen Seite. Jetzt kommen hier unten nicht genug an. Hier kommen nicht genug an. Die gehen hier weg. Hier werden nicht genug Weiße gemalt, ne? Okay. Ah, wie kriegen wir das schlau hin? Die Stelle hier sieht irgendwie doof aus. Lass uns da noch was hinbauen. Dieses Teil brauche ich, ne? Ne, das ist der Maler. Dieses Teil brauche ich. Ich muss jetzt das drehen. Ich müsste das jetzt hier haben, dass das da reinlaufen kann. Da würde es noch klappen, ne? Da würde es auch von oben reinlaufen gehen. So, da hat das geklappt. Jetzt müsste ich hier aber noch welche abgreifen können, die dahin gehen. Ja, das wird nicht funktionieren. Ich
müsste den einen tiefer bauen. Damit ich mehr Platz gewinne. Und dann kann ich da noch einen bauen. Und der geht dann da rein. So. So, dann werden sie gefärbt und kommen hier raus. Wie kriege ich sie jetzt nach unten, ist die Frage. Beziehungsweise ein Band, wo die hin sollen. Ich könnte einen Tunnel hier anlegen, der nach da geht. Dann geht der darüber. Und da kommen sie oben rechts raus. Jetzt müsste ich es schaffen, den da hinzukriegen, ne? Wie kriege ich ihn aber darüber? Einfach nochmal weiter tunneln. So geht's. Anders geht's wahrscheinlich nicht. Jetzt brauche ich noch so ein Zusammenführding. Ah, ne, das war falsch. Den brauche ich und der muss da reingebaut werden. Und dann baue ich den, der da reingebaut wird. So. Jetzt kommen in dem unteren auch wieder mehr an. Jetzt sollten wieder mehr gebaut werden. Eigentlich müsste das jetzt funktionieren, ne? Ist das so? Also hier staut sich's, da staut sich's, hier noch nicht. Es kommt zu wenig nach, ne? Also wir haben jetzt den unteren Viertel links richtig geschafft, aber jetzt haben wir den oberen Viertel rechts nicht geschafft. Da kommen einfach nicht genug nach. Obwohl wir hier schon mehr gebaut haben. Diese Malerrolle ist zu wenig. Wenn ich das Teil da nochmal habe, den Dreher da reinbaue, den da wegbaue, den schon mal da laufen lasse, den da noch mal rausnehme und den da hinbaue. Ah, dann bringt mir das nichts, weil der da sowieso so im Weg ist. Das funktioniert so nicht. Das heißt, das muss schon anders sein. Das muss schon so... so funktionieren im Endeffekt. Dann kann ich den da hinbauen. Der kann da weiter. Und läuft da runter. Ach, da oben fehlt es jetzt aber, ne? Das heißt, der ist da auch schon wieder an der falschen Stelle gelandet. Weiter nach vorne. Dahin. So, tunneln wir den da und bauen den da rein. So, jetzt haben wir das ergänzt. Wir können hier unten nochmal eigentlich abnehmen, oder? Ne, der war es nicht, der ist es. Jetzt können wir da nochmal abnehmen. Gehen mit dem Teil so rum. Und müssen nochmal malern. Und das Weiß muss ich aber irgendwo her haben. Könnte ich da kriegen? Ja. Also das ist jetzt bestimmt nicht der beste Weg, das zu tun. Was ich hier gerade vorhabe. So. Der geht da lang, der geht da lang, der geht da lang. Jetzt kommen die Fertigen hier raus. Und müssen wohin? Kriege ich nach da auf jeden Fall transportiert.
Indem ich jetzt hier einen Tunnel baue. Ich glaube, der reicht nicht. Muss ich den weißen Tunnel nehmen? Der geht bis dahin. Dann kann ich nach da hochbauen. Und jetzt? Wo fehlen sie mir? Oben rechts fehlen sie. Sie sind oben rechts, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich sie hier hinkriege in diesem Knoten. Oben rechts. Ich glaube, wir müssen mal den Tunnel da umbauen. Nee, oder? Wie kriege ich den da hin? Da würde ich ihn hinkriegen. Warte mal. Nochmal den Tunnel, aber den einfachen Tunnel bitte. Den würde ich hier jetzt nach da rüber kriegen. Könnte den da anschließen. Ne, den brauche ich nicht. Ich brauche den. Kann den da so hinbauen. Dann kämen sie von da. Der muss unbedingt da sein. Könnte aber eigentlich einen weiter nach links geführt werden, ne? Und dann müsste ich den Tunnel ja eigentlich auch verlängern können. Dass der von da nach da geht. Ja, nächster Level. Super. Hat er mir das abgebrochen? Genau so ist es. Das ist doof. So, nach da. Jetzt laufen die wieder. Jetzt muss ich da eine Umleitung bauen. Kriege ich das so hin? Ja, das kann weg. Jetzt kriege ich den auf jeden Fall da rein. Ugh. So ist richtig, ne? Ja. Jetzt müsste ich den da hinkriegen. Jetzt muss ich die mit einem langen Tunnel eigentlich da hochkriegen, oder? Ugh, super. Sollte man drehen, dann geht's auch. So. So, jetzt laufen sie da rein, laufen hier hin, laufen da hin und jetzt müsste das hier alles volllaufen. Sieht gut aus. Kommen sie hier auch an? Nö. Hier geht es irgendwie nicht voran. Was ist das noch? Hier kommt keiner nach. Oder zu wenig nach. Aber hier sind doch genug da, oder? Auf jeden Fall haben wir mehr gemacht. Die anderen Teile stauen sich alle. Ja. Hier ist schon Sabbat. Wie viel klappt es denn? 1, 2, 3, 4 Stellen klappen und die fünfte staut sich schon nicht mehr. Und diese hier stauen sich ohne Ende, ne? Die kommen von hier oben. Das heißt, eigentlich müsste ich hier welche abnehmen. Weil da kommen ja jetzt genug. Dann lass uns da doch noch so einen Teiler da reinbauen. So, jetzt muss aber genug werden, oder? Ja, hier rücken jetzt schon so Lücken auf. Aber irgendwann ist die Maschine ja wieder voll dann. Bis hier ist sie voll. Jetzt hier. Ja, jetzt sind hier schon nicht genug mehr da. Es passieren aber auf jeden Fall mehr. Glaube ich. Ne, hier laufen sie jetzt ganz leer auch. Auch hier hat es jetzt nicht geklappt. Funktioniert noch nicht. Von hier oben müssten mehr kommen.
Der Dreher ist hier ein bisschen das Problem. Okay, das haben wir schon gehabt. Das können wir beheben. Ist das so rum? Ja. Dann brauchen wir den, glaube ich. Ja. Und dann muss der da hin und jetzt müsste das Band voller werden. Jetzt sieht es wieder besser aus. Jetzt gibt es hier einen Rückstau, das heißt, hier wird es auch wieder voll. Jetzt stauen sie sich hier überall rein. Hier stauen sie sich. Hier stauen sie sich, dann wird es hier auch passieren. Ja. Jetzt wird es hier auch voll. Sehr gut. Dann werden sie sich hier stauen. Ja. Und da oben stauen sie sich auch schon. Der ist hier vollkommen über, aber ist auch egal. Jetzt müsste hier der Stau langsam kommen, oder? Ja. So, das Band ist jetzt voll. Gleich. Also die Maschine funktioniert dann 100%. Und dadurch wird es hier voll. Und hier stauen sie sich auch schon ganz. Gehen hier durch, hier durch, hier durch. Und jetzt dürfte hier keine Ahnung, doch hier hinten sind tatsächlich noch welche frei. Aber das müsste doch eigentlich, woran liegt's? Ah, hier ist wieder so ein toller Dreher, der uns da im Weg ist. Dann lass uns den Dreher da nochmal hinbauen. Der sieht so aus, ne? Ja. Und dann nehmen wir den wieder raus noch. Zack. Und zack. Und schon sollte das voll laufen. Ist es, ist es, ist es, ist es. Und jetzt sind sie am laufenden Band. Und jetzt kommen da genug rein. Hier läuft es jetzt wenigstens. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Ja. Okay, dann haben wir in der Folge was geschafft, würde ich sagen. Diese komischen Dinger sind jetzt vollgelaufen. Können hier weitergebaut werden. Hier sieht es noch gut aus. Die wird nicht volllaufen, die Maschine, oder? Obwohl, ja, bis auf zwei hier oben ist es fast voll. Aber das läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir hatten eben ein neues Teil gekriegt. Keine Ahnung, welches das war. Irgendeine Drehgeschichte war das, glaube ich. Welcher Level war das? Ich weiß es nicht. Wir hatten irgendwas hier. In dieser Richtung war das. Da ist... Ah, da. Der da war das. Was macht der denn? Was macht der denn? Ich glaube, der dreht... Warte, mach das nochmal auf. Diese drehen nur um 90 Grad und der wird wohl um 180 Grad drehen. Leider konnte ich das vorhin nicht sehen. Ihr habt es im Video bestimmt gesehen, konntet anhalten und konntet es lesen. Ich habe natürlich dann da weitergeklickt. War jetzt nicht die tolle Entscheidung, aber egal. Ihr wisst es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.